Willkommen Leute zum nächsten großen Projekt auf meinem Kanal. Wir gucken uns Cyberpunk 2077 an. Ich bin schon ganz gehypt, muss ich sagen. Es war nicht einfach. Ich habe mich die letzten Monate, kann man schon fast sagen, allen Trailern entzogen, die da so kamen. Ich habe keine Bilder gesehen. Ich habe keine Prequels, keine Sequels, keine 2 Stunden angespielt, keine durchgespielt Videos. Ich habe noch keinen Stream gesehen, aber es war halt echt eine Herausforderung, ne, dieses Mal. Keine Ahnung, ob das bei den anderen Games auch so schlimm war, die jetzt so immer so rauskamen, aber bei Cyberpunk ist es mir echt aufgefallen. Gerade GameStar oder so hat da immer Sachen gedroppt. Ich liebe GameStar, weil man da immer auf dem Laufenden ist, aber gerade was Cyberpunk angeht, war es da sehr, sehr schwierig, da Spoilern entgegenzuwirken oder zu entkommen. Und ja, Leute, wir gucken einfach mal rein. Ich freue mich auf jeden Fall. Hab mich schon mit Merch ausgerüstet. Ne? Und da gucken wir einfach mal zusammen rein. Gucken natürlich gleich mal in die Settings rein, was wir hier vom Video so haben. Maximum FPS, nö, das machen wir natürlich alles an. Audio Ready Mode, kann ich hier nichts ändern? Apply. Graphics. Raytracing Ultra High. Das ist alles an. Auf hochgestellt. Die Musik ist schon episch, Leute. Ja, wir lassen es einfach erstmal so, ne? Gucken wir mal, was passiert. Wir gucken mal, dass wir das hier vielleicht noch auf Deutsch stellen. Ich hoffe ja, das ist so ein bisschen... Die Audio ist prinzipiell in Englisch, ja. Interface hätte ich auch gern auf Deutsch. German. Apply. Okay, wundert mich, dass das Game nur in Englisch kommt. Vielleicht testen sie das noch nach oder patchen das noch nach. Gut. Auch das andere lassen wir einfach alles mal eingestellt, so wie es ist. Steuerung ebenfalls. Gut. Escape. Und meine Belohnungen hier unten. Ich hatte vorbestellt. Schwarzes Einhorn. Okay. Kann hier leider noch nichts auswählen. Kommt bestimmt noch. Ja, Leute, lasst uns rein. Ja, wir starten. Gehen erstmal auf normal. Die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen und einfach die Geschichte genießen möchten. Ja. Gegnern stehen alle Mittel zur Verfügung, um V, das sind wir, denke ich, etwas entgegenzusetzen. Aber in der Regel stellen nur höherstufige Gegner eine echte Herausforderung dar. Kämpfe stellen eine ernsthafte Herausforderung dar. Der wirksame Einsatz von Vorteilen, Cyberware, Kampfgadgets und anderen Verbrauchsgütern ist zum Leben unbedingt notwendig. Die Bilder sind natürlich auch nice, ne? Hier hoch, da hast du gemütlich eine. Das ist schon nice. So, mach dich bereit für eine extreme Herausforderung. Nur mit wohlüberlegter Charakterentwicklung und dem geschickten Einsatz von Items, Spielmechaniken und der Umgebung. Ja, Leute, ich würde sagen, wir gucken uns das hier im Normal an. Ja, davon habe ich halt auch noch nichts gehört. Ne? Ich habe das irgendwo mal gelesen in meiner Ich will überhaupt nichts hören von dem Ganzen. Habe ich das irgendwo gelesen, so, welche der drei Fraktionen ist die beste für dich? Und dann dachte ich mir schon so, nein, ich habe es nie gesehen. Aber ich habe es gesehen. Aber ich habe mir da nichts dazu durchgeguckt. Bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Aber es hat auch Vorteile, einem Nomadenclan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen
und Freiheitsliebe, Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann, gelten hier viel. Fühle ich mich jetzt nie ganz so hingezogen dazu. Street Kid. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Ja, irgendwie spricht mich das schon ein bisschen eher an. Wir gucken uns nochmal das letzte an. Konzerne. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ja, schwierig, ne? Ich sehe mich eher so zwischen den beiden hier. Das macht natürlich auch einen großen Wiederspielwert aus, ne? Wenn man da am Anfang gleich so eine Fraktion wählen kann. Wir gehen hier mal als Konzerner rein. Nehmen natürlich einen Mann. Bei Horizon hatte ich jetzt die ganze Zeit eine Frau gespielt. Ist aber noch so ein bisschen verschwommen, oder? Hat's die Grafiken schon angepasst? Hautfarbe. Okay, Leute. Gibt's allerhand, aber nichts abgespacedes, so wie es scheint. Auch richtig dunkel. Die Frage ist natürlich, wirkt sich das auf unser... Wer mir da schlechter entdeckt, ist die Frage. Ich würde schon so ein bisschen was Bräunliches gehen. Ein bisschen gut durchgebräunt, Solariumbraun. Ja, Hauttyp. Aha, wir sind immer noch im Gesicht, okay. Sieht schon ganz schön verbraucht aus, ne? Würde ich das nehmen? Frisur. Ach du heiliger Mist. Damit müsste ich mal auf Arbeit kommen. Da hätten die Leute ihren Spaß. Das sieht auch abgespaced aus, ne? Wie viel Haargel wird er wohl brauchen am Tag, ist die Frage. So eine übste Frise, wie die halt noch so wackelt, wenn man die auswählt, ne? Nope. Ach, dieser Schwanz hier hinten. Ach, du Heimatland. Die Loden. Das könnte fast ich sein mit meinen Geheimratsecken hier oben. Bisschen zerwuselt. Hinten so ein bisschen eine Platte. Oder so auf Arbeit. Leute. Die Locke da oben. 10 von 10. Alleine das gibt mir ja schon Kraft. Ja, das hat was hier. Also, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Was war das jetzt? Die 25. Das merken wir uns mal. 25. Ach du Heimatland. Aus wie eine Tüte Pommes. Mit diesen Zöpfen noch dabei. Sieht natürlich spannend aus, ne? Wenn die Leute in der Zukunft so rumlaufen, also dann... Ja, das sah eher so wie ich aus, ne? Nicht ganz so kurz. Nope. Klatze. Okay, wir nehmen die 25. Die sah eigentlich ganz nice aus. Ja. Haarfarbe. Soll ja ruhig ein bisschen abgespaced aussehen. Ich nehme mal das hier. Augen. Eieieiei. Wie es sie rausdrückt. Um.
crazy aus, oder? Das sind doch schon gar keine echten Augen mehr. Das sind doch schon solche mechanischen Augen, oder? Relativ offen. Wie fliegend. Ja gut, Augen ist jetzt nicht ganz so entscheidend, oder? Wie viel gibt's da? Gibt's halt auch 14, 15 Augen. Eieieiei. Das sah eigentlich gar nicht so verkehrt aus, oder? Die sind halt ziemlich klein, die Augen. Wie sehen denn meine Augen aus? Wie sehe ich denn eigentlich aus? Die sind aber auch nie immer mittig, oder? Die schiebt es manchmal so nach... Wir fangen schon wieder von vorne an. Ja gut, meine sind auch eher so ein bisschen schmaler, ne? Ich nehme das hier. Augenfarbe. Oh lol. Sieht so ein bisschen aus wie ein Sharingan, oder? Oh lol. Ernsthaft? Ach, das ist ja abgespaced. Es wäre wirklich cool gewesen, hätten sich das Sharingan mit reingenommen, ne? Ich hoffe, da kommt irgendein Patch oder so davon. Spinnennetz sieht nun nie so. Das sind ganz normale Augen, ne? Ich hätte es schon gern abgespaced, so ein bisschen. Was war denn das? War das nicht von Pain? Ich bin da unschlüssig. Ja, ich würde die nehmen oder die hier, oder? Hier ist wohl gar kein Auge. Das sieht auch krass aus. So ein Herz. Das leuchtet noch. Das ist ja cool. Leute, wir nehmen die schwarzen. Die dunklen. Ja. Augenfarbe. Das haben wir jetzt gemacht. Augenbrauen. Wenn ich mir die Liste hier angucke, da wird das bestimmt mal eine Folge Charaktererstellung geben. Oder ich beschleunige euch das so ein Stück weit. Okay, ja, das können wir so lassen. Augenbrauenfarbe. Machen wir es auch gleich mal wieder so. In grün. Ich würde es gerne dem oberen so ein Stück weit anpassen. Eine Nase. Kann ich auch mit A und D weiterschalten? Aha. Na gut, nee, die Nase passt eigentlich so, oder? Drehen wir mal so ein Stück. Ich habe ja da auch so einen Knüppel auf der Nase. Spitze Nase. Na gut, eigentlich so hier, ne? So ein bisschen. Ja. Mund. Das sieht schon ein bisschen badass aus, ne? Sieht schon so ein Stück weit badass aus, die Lippen. Ja. Können wir so stehen lassen. Kiefer passt mir jetzt eigentlich auch so, oder? Ja, nee, das passt. Die Ohren. Was man hier aber auch alles einstellen kann, Leute. Das sind eher so meine Ohren hier, oder? Abstehend, schon immer gewesen. Wie sie wölbt die Ohren. Bart. Leute, ganz wichtig, der Bart. Das sieht ja schon insane aus, ne? Die 2 gefällt mir jetzt schon. Die 2 gefällt mir. Ich will nichts mit Zopf. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu wenig. Sieht auch crazy aus, ne? Die zusammenhängt mit den Haaren. Würde ich schon ein bisschen aufpassen, wenn der mir so entgegenkommt. Aber wir nehmen das hier. Gar keine Frage. Bartstil. Nee, schon ganz. Bartfarbe. Hätte ich gern so wie der Kopf. So ein bisschen. Die Farbe vielleicht? Ja. Ja. Cyberware. Ah, okay. Nee, aus, nee. Kurz drehen. Muss mich mit der Steuerung noch so ein bisschen anfreunden. Wie viel gibt's da? 3? 5? Unten am Hals ist es dann, ne? Okay, die 3 sah eigentlich nicht schlecht aus, oder? Vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Lass die 3 nehmen, das gefällt mir.
Narben im Gesicht. Bekommen wir bestimmt noch so ein Stück weit dazu. Das sieht schon gefährlich aus, ne? Wenn ich dem nachts begegnen würde und da kommt mir so entgegen, da hätte ich schon so ein bisschen Bammel. Im Endeffekt erstelle ich hier eine Dreiviertelstunde mein Gesicht und dann... Ach nee, Narben, lass mal weg. Tattoos im Gesicht. Im Endeffekt erstelle ich eine Dreiviertelstunde, wie gesagt, mein Gesicht und dann... Was können wir vielleicht mal so nehmen? Die 5? Und dann finde ich irgendeinen Helm. Und setze dann einfach den Helm auf. Die 5 sah bisher eigentlich am besten aus, weil es passt auch zu der Frisur. So ein bisschen oben am Kopf. Piercings. Oh, der hat schon Piercings? Wo? Ach, hier am Ohr oder was? Ohrringeln. Ja, man muss es nicht übertreiben. Nope. Nope. Alter. Das ist zu viel des Guten. 3 Uhr 28 nachts. Das ist hier plus so ein bisschen was am Ohr. Ja, Piercing-Farbe passt ebenfalls. Zähne. Ohne Zähne gerade oder was? Nee, gerade. Oh, gut, die würde ich normal lassen, oder? Zähne lassen wir normal. Make-up, Augen. Machen wir auch ohne, Leute. Hatte ich gerade eben Make-up drauf die ganze Zeit, ja? Nep, da machen wir keins. Make-up Augen, Make-up Lippen, Wangen lassen wir weg, Schönheitsfehler. Sehe ich gerade gar nicht, dass sich da irgendwas ändert. Können wir so rauslassen. Fingernägel. Lang, kurz, aber kurz. Nagelfarbe lassen wir auch normal. Brustwarzen. Ernsthaft? An oder aus? Das ist ja crazy, dann sind wir da ja so ein bisschen geklont oder was? Tattoos, Körper. Ja gut, in der Zukunft sind sie alle so ein Stück weit zugehackt, ne? Achso, es gibt ein Auto, aber relativ wenig, schätze. Wir haben auch am Kopf welche. Das wäre mir persönlich schon wieder ein bisschen zu viel. Das ist mir zu schwarz. Die Schlange. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Der Rest ist mir schon wieder ein bisschen zu viel. Genitalien. Ernsthaft, Leute? Also, das muss ich doch claimen. Das muss ich das safe claimen. Ja. Penisgröße. Was? Was? Penis 1 oder 2 wieder wackelt. Alter, ist denn euer Ernst, oder? Ja, nehmen wir natürlich einen großen, ne? Da brauchen wir gar nicht. Das passt ebenfalls so, oder? So ein Herz ausgeschnitten. Mach mal aus, Leute. Da brauchen wir nicht weiter zu diskutieren. Kann er sich jetzt wenigstens mal was anziehen wieder? So, Konstitution. Oh, herrlich. Muss ich erstmal einen Schluck trinken. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte. 3 zusätzliche... Deine Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Sie ermöglicht es dir, Türen gewaltsam zu öffnen. Außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3... Ist ja schon Level 3 hier. 5 zusätzliche Gesundheitspunkte, 3 zusätzliche Ausdauerpunkte, Schaden mit Fäusten und Gorilla-Arm wird um 3 erhöht. Nahkampfwaffen wird um 1,5. Bewegungsabzug beim Packen eines Gegners, okay. Oder benutzen eines Schwermen um 6% verringert. Dauer, die du Gegner packen kannst, wird um 5 Sekunden erhöht, okay. Intelligenz. Cyberdeck. Speicherkapazität von 4. Von Quick Hacks wird um 0,5. 1% erhöht. Deine Intelligenz bestimmt deine Kompetenz als Netrunner. Wollte ich schon so ein bisschen gehen, oder?
Deine Reflexe bestimmen deine Beweglichkeit. Sie erhöhen nicht nur dein allgemeines Bewegungstempo, sondern jedes Level Reflexe bedeutet auch... Achso, das gibt's hier schon mal nie dazu. Hier gibt's immer noch so einen Bonus dazu. Bedeutet auch, passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen wird um 1 erhöht. Kritische Trefferchance wird um 1 erhöht. Schaden mit Mantisklingen wird um 3 erhöht. Okay. Passives Ausweichen von gegnerischen Angriffen. Na, das ist immer so ein bisschen, wenn wir das auf 100% haben, dürften die uns ja gar nicht treffen. Das ist immer so ein bisschen broken. Technische Fähigkeit. Bestimmt dein technisches Können, erlaubt es dir, Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Zurzeit bin ich ja eher so der Tech- und Intelligenz-Dude. Coolness. Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung und deine Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level bedeutet kritischer Schaden um 2, Resistenzen um 1, Schaden im Stealth-Modus um 10. Gegner entdecken dich im Stealth-Modus 0,5% langsamer. Schaden mit Mono-Drähten. Wie Punkte haben wir denn? Also ich würde auf jeden Fall Intelligenz gehen, bitte. Dann so ein Stück technische Fähigkeit. Wir können trotzdem nochmal einen Punkt in Konstitution gehen. Eine Panzerung um 5, ne? Ist schon nice. Machen wir das so. Gucken einfach mal, wie sich das gestaltet. Zusammenfassung. Biomonitor-Konsole. Alias V. Können wir die ändern? Konzerne, genau. Coolness, technische Daten, mein Fingerabdruck. Ja, passt eigentlich so, oder? Drehen können wir uns nochmal. Gut. Die Aufnahme geht halt schon 27 Minuten mit der Charaktererstellung. Okay, kannst du es mit der linken Maustaste bestätigen? Don't worry, I'm not dead yet. Exactly. Yet. Anyway, what's going on? Is there a problem? We had a leak. My boss called. Dragged me in because we had to intervene. Everyone at Night City HQ is on edge. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. Jackie, if you work in Arasaka counter intel, you're always fucked. Don't worry about me. I'll manage on my own. Buena suerte. Dein erster Besuch in Night City. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Wenn du bereits ein erfahrener bist, kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf Tutorials oder wichtige Themen in Cyberpunk zugreifen. Bewege dich mit WASD und sieh dich um. Ja gut, das ist nichts Neues. Verlasse das Bad. Guck mich mal vorher noch so ein bisschen um. Öffnen. Yes? You want something? Hello there. Hier drinne quarzen. Okay. Raus. Ich hätte ja ganz so angezeigt, dass ich meinen Charakter sehe beim Laufen.
Geh zu Jenkins Büro. Wir hatten auf der Minimap. Aha. Ja, erstmal gucken, ob ich so richtig sitze. Passt eigentlich so. Nach rechts sollen wir. Dann gehen wir natürlich erstmal nach links, oder? Rennen kann ich ebenfalls mit Shift. Das Rennen klingt so ein bisschen weird. Ah, das ist natürlich insane, ne? Okay, okay, chill. Das sieht ja schon nice aus. Ziemlich abgespaced alles. Auch die Boys sehen abgespaced aus. Bin ja wirklich nur gespannt. Ich gehe vollkommen blind hier rein. Ich habe noch nichts gesehen. You think Japan will find out? About what? About Frankfurt. I mean, it's a small leak, but still. Unten steht noch jemand. I'll be late. No, not till after dinner. Bin aber auch ganz froh drüber, dass ich bis jetzt noch nichts gesehen habe. Gucken wir uns hier hinten noch mal kurz um. Das ist ja Meshwire. Oh, nice. Das ist ja Raytracing und alles ist voll aufgedreht, ne? Okay, was ist denn da unten? Sind das Aktienkurse oder was, die hier die ganze Zeit laufen? 5 neue Benachrichtigungen von Squad. Okay. Gehen wir mal hier rein. Er stellt sich halt in mich rein. Vor einer Stunde. Ich wurde aufgehalten. Spionageabwehr. Neues Gebiet wird betreten. Spionageabwehr. Okay. Ein bisschen aus wie von der Mafia hier. What's the status of the three? They're dead. Gut, an das Englische muss ich mich noch so ein Stück weit gewöhnen, dass ich das alles mitlesen muss. Ich habe eigentlich gedacht, es kommt Deutsch raus. Ich muss mich dann nochmal so ein bisschen belesen. Sprich mit dem alten... Ah ja. Ich hab's eilig. Sorry, in a bit of a rush right now. We'll talk another time, okay? Sure, sure. Good seeing you again. Man hat ja da auch immer mehrere Auswahlmöglichkeiten, ne? Mich würde es halt mal interessieren, was wäre jetzt, wenn ich das andere gemacht hätte. Mal hier nochmal rein. Büroräume. Okay, Leute. Sieht alles ziemlich abgespaced aus. Hier zu Jenkins Büro. Krass. Have a seat, V. Be right with you. Setz dich. We have to handle this voting issue before we lose our bases in the Sea of Clouds. They're about to begin. What's the situation? Yeah, just as we thought. You know what to do. Start now. Okay. Director Abernathy. I watched the vote. What the hell was that? A deep clean after the shit Frankfurt dumped on us. Grundreinigung. I got rid of the problem. I told you to resolve the problem, not massacre the European Space Council. Do you understand what the cover-up will cost? We would have lost the license. Now we gained a week. That's a win. Path of least resistance always. No nuance has you written all over it.
We're not done talking about this. I hate that bitch. I always have. Interrogiert dich nicht zum ersten Mal. This isn't the first time Abernathy set you up. No, not the first. Smeared me in front of Japanese execs, so she'd be the one promoted to director of Spec Ops. A cunt. Muss ich aufstehen oder kann ich sitzen bleiben? She won't pull the trigger because she needs me. I do what she doesn't have the guts to do. Divide and conquer. Effective strategy. Effective. What would you do in my position? You have to defend yourself. Remind Abernathy you're not her doormat. You're right. Smack her once, but hard. She'll respect you. Seems we see eye to eye on this issue. Take this. Splitter nehmen, ein Datensplitter? A data shard. Proof of my trust. Go on, take it. What I've collected over the past weeks. Biometrics, trauma team card, names of her closest associates, driver, chief of security, lover, lover's husband, everything. Use it and make sure Abernathy won't be a problem anymore. You said it. I need to defend myself. Ja, du und nicht ich. If anyone finds out we even talked about this, I'll go down with you. That's true. But everyone knows you only made it to where you are thanks to me. So it's not like they could ever believe you played no part in it. Okay. Na gut, das hätte ich jetzt noch gefahren. If I refuse. Don't ask stupid questions. This isn't a request, V. We seem to understand each other. Take this, too. Ja, hallo der. Credit chip transactions are traceable. Paper disappears as soon as you spend it. What can I say? Use this money only, find the right people for the job, no corporate affiliation. And for the core task, use someone you know inside out. Are we clear? Yeah, I think we're clear. Good. In that case, I'll await your report. And good luck with it. I have my AV waiting outside. It's yours to use. And don't disappoint me. Jenkins, Night City Counter Intel. Okay, krass. Schon den ersten Auftrag an Land gezogen. Wir müssen jemanden ausschalten. I have those reports you asked for. They were supposed to be ready yesterday. I know. But I have them now. Send them to my inbox, and you and I will have a word about this later. Lies dein Bericht auf dem Terminal mit Z. Hey, you alive? How stinks in the Viper pit? Need your help, Jack. Got some biz. Always biz with you, Mano. You in some trouble? Not yet. Right now, I just need a soul I can trust. That kind of sounded like a yes. Meet me at Lizzie's. Be there in an hour. Okay, krass. Jetzt muss ich mich doch noch an den Rechner setzen, um meine Schublade öffnen. Okay, was ist in der Schublade drin? Karte aufheben. Traumateam. Achso, ich dachte, ich kann die kognitiven Booster benutzen. Crazy! So, uns hat jemand mit den Stars
hat uns doch was zugeschickt, oder? Daten von Kontaktpersonen. Haben wir keine aktiven Bemühungen der NUSA. Allerdings lässt sich derselbe Schluss nicht potenzielle Bedrohung durch Miltech ausweiten. Auch wenn dein Konzern enge Verbindung zur Regierung der NUSA hat, konnten wir keine wertvollen Informationen über Miltech sammeln. Da deren interne Vorgänge und Informationsflüsse bedeutend strenger kontrolliert werden, wir müssen uns vorerst mit unbestätigten Vermutungen unserer eigenen Agenten begnügen. Fazit: Mehr Nachforschungen durch Agenten sind erforderlich. Derzeitige Datenlage beruht zu sehr auf Vermutungen und lässt keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Okay. Räumlichkeiten. Okay, das ist alles so ein bisschen was Informatives, ne? Crystal Palace. Gut. Da haben wir den Bericht ebenfalls direkt gelesen. Und was von uns? Is it Frankfurt again? No, different issue. Local. Tell me, quick version. Our agent at Biotechnica suspects they might be onto him. They recently granted him red security clearance. That's top. He's been fishing for dirt, but it's been slow. Your point. They're clean. Like we run orphanages clean, bleached server clean. We suspect they flagged him and are feeding him phony data. Should we greenlight exfil or let him keep looking? Ah, nee. Hol ihn da raus. Pull him out, but calmly. Don't raise any eyebrows. Otherwise, they'll catch on. Jenkins will be livid. I'll handle Jenkins. Understood. Bevor der auffliegt und da noch Informationen ausplaudert, die er nie sollte, holt ihn lieber raus aus der Situation. Okay, diese grünen Punkte sind Dudes, mit denen ich reden kann, oder was? Hier kann ich nichts öffnen. Gut. Wie der rennt, ne? Flitzt da wirklich ganz schön los, der Boy. Werden wir nochmal gescannt. Konzernratte. Gut, Leute. Dann soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Ich hoffe, das war so ein kleiner Ersteindruck für euch. Ich lasse euch auch die Charaktereinstellung, Erstellung komplett drin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Macht mir schon mal so einen soliden, guten Eindruck. Erstmal ziemlich abgespaced, ne? Ich muss mich auch an diese Sachen erstmal gewöhnen, dieses HUD, was uns permanent Nachrichten und Sachen einblendet. Aber ist eine coole Idee. Ich bin gespannt, wie es draußen aussieht. Und das gucken wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal mit Pete Plays.